das so neu gekommen? Ja. Das ist also Schnee und Eis. Ich sehe Schufe. Nein, ich sehe nicht. Ja, ich finde, sie sieht aus wie ein Glo und Nase. Hallo, ich bin Anna Maxi und ich bin 9 Jahre alt. Ich bin Werner, der Grosspapi von Anna Maxi. Oh, also das war ein Schneemann und er hat so drei runde Teile gehabt. Ich glaube, es ist noch niemand in den Sinn gekommen, einen Schneemann in den Kühlschrank zu tun. Sicher nicht klar. Es wird sich, glaube ich, wie Eis anfühlen. Ja, wie es auch Eis ist. Ich bin ein grobes Huhn. Die Glonase, ich finde die so toll. Und weil irgendwie die zum Zirkus passt. Und der Zirkus ist für mich rot. Und rot ist für mich R. Und darum Roland. Ich würde beispielsweise schon gerne Eddie nennen. Und Eddie ist mein bester Freund. Und er ist gerade das Gegenteil von einem Schneemann. Er ist ein ganz, ganz warmherziger Mensch. Ich fände es noch lustig, so irgendwie als Scherz im Coop, Migro, weiss auch nicht, irgendwie da dort reinstellen und auseinandernehmen. Also Kopf in ein Regal, aber alle auf anderen Regalen. Und dann ist irgendetwas Wichtiges, Lebensmittel, wo viele Leute dann gehen schauen und dann sehen sie einfach den Schnee, der da lustig. Ich würde ihn auf Rolle stellen, quasi. So, dass ich ihn an ganz verschiedenen Orten zeigen kann. Ich kann mir vorstellen, sie würden gerne ein bisschen farbiger machen. Ich glaube, man würde ein paar Veränderungen machen. Einen farbigen Hut oder einen Schal. Ja, vielleicht irgendwie noch einen schwarzen Hut oder so. Ja, halt so umrollen, so wie das Unterteil, bewegen und dann so mit dem Körper mithüpfen. Er wird sagen, hey, bin ich in einem wunderschönen Park? Bin ich in einem wunderschönen Museum? Das ist die eine Seite. Überall hingehen im Sommer, alles machen, kann im Bad gehen. Und auf der anderen Seite würde ich vielleicht sagen, hey Leute, wenn ihr jetzt an mir vorbeilauft, wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr vielleicht nie mehr Schneemann sehen, wenn ihr so mit der Energie landgegangen. Ich habe dich so toll gefunden. Nase? Ja. Ja. Weißt du, was ich an einer Lösung habe? Das Maul, weißt du so? Mhm. Es ist einfach so wie du, es ist eigentlich ein Anna Maxi Schneemann. Ha, ha, ha. Aber sicher. Thank you.